Und damit willkommen zurück bei mir, Jesse Neven, zu Star Wars Outlaws. Ich habe jetzt tatsächlich nur eine Sidequest machen müssen und war dann gut gestellt bei den Hutten. Hier. Und ich hoffe, es reicht jetzt, dass er mich vom Planeten lässt. Wir gucken. Gut, also, unser Auftrag ist jetzt. Wie ist denn unser Auftrag Ich jetzt? glaube, Jalen hat ein paar Fragen an dich, Kay. Oh, na gut, ich melde mich. Okay, dann. Ich werde mal nach draußen gehen. In Ordnung, Kay. Gucken wir doch mal. Hoss hatte ein Todesmahl. Aber ich werde nicht so enden wie er. Wie kann ich ihn denn anrufen? Nee. Wie kann ich ihn denn anrufen? Was? Hat ND dir nicht all die schlüpfrigen Details verraten? ND5 kannte sie nicht. Deshalb bin ich neugierig. Sie brauchte meine Hilfe und ich half ihr. Ich glaube, das respektiert sie. Kay Vance schließt Freundschaften an den unwahrscheinlichsten Orten. Ein nützliches Talent in unserem Beruf. Und hast du schon ein neues Schwergewicht? So wie du dich in letzter Zeit behauptet hast, weiß ich nicht, ob wir überhaupt eins brauchen. Ja, danke, Jalen. Okay. Also ich würde jetzt mal sagen, wir gucken einfach mal, Gut, dann los. ob wir Tatooine Bestätigt. verlassen können. Ein guter Ruf beim Hutten sollte ja eigentlich reichen, dass er mich nicht weiter jagt. Die Quest war übrigens nur eine Waffen. Hey, nicht so laut, Mann. Die Quest will übrigens nur Waffen für ihn zurückbesorgen. Eigentlich für diese Insekten, aber auf die habe ich keinen Bock gehabt. Und dachte mir, ich gebe es lieber dem Hutten, dann komme ich schneller weiter. Und obvious war es jetzt wohl auch so. Unser Schwergewicht zu ersetzen ist eine Sache, aber dich zu ersetzen, unmöglich. Danke. Das Gute ist, ich habe die Sache mit der Kopfgeldjägerin geklärt. Vielleicht. Glaub ich. Vertrauen ist eine Falle. Also, ich bin einem zweiten Hacker auf der Spur und höre mich nach einem neuen Kämpfer um. Vielleicht brauchen wir keine zwei Hacker. Das schaffe ich allein. Sogar du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Lass mich meine Arbeit tun und du machst deine. Alright. Schon gut. Danke. So, dann. Oh. Lade die Spulen des Hyperantriebs. Aber den Hyperraum. Let's go! Gesetzlosigkeitsjacke. Ah, Jabba überlebt. Kay konnte den Söldner Hoss nicht rekrutieren und überlebte eine Begegnung mit Jabba dem Hutten und seinem Rancor, indem sie gezwungenermaßen mit der Sarek-Bash-Kopfgeldjägerin Vale zusammenarbeitete. Selbst ohne den Mann fürs Grobe verfolgt Kay weiter den Plan, in Sleeros Tresorraum einzubrechen und die Beute ihres Lebens zu kassieren. Alright? Hui! Hier ist aber irgendwas kaputt gegangen. Also es ist natürlich in erster Linie wird es als Open-World-Spiel deklariert. Gar kein Thema. Aber es ist auch sehr gut linear spielbar. Bezüglich jetzt nochmal des Rufs bei den Hutten bzw. bei Jabba. Kleiner Tipp von mir an euch. Wenn ihr nach der ganzen Geschichte mit Vale einfach schneller den Planeten verlassen wollt. Hupsi. Nein, hupsi, hupsi.
guckt, dass ihr eine Side-Mission bekommt, wo ihr euch gut bei Jabba stellen könnt. Und dann ist der Drops eigentlich wahrscheinlich auch schon... hat sich der Drops auch schon gelutscht. Nur ein kleiner Tipp von mir an euch. Das sollte, denke ich mal, sehr viel vereinfachen. Genau. Also so viel von mir an euch als Tipp zum Spielerischen. So richtig Open World, muss ich aber auch sagen, ist es dann auch nicht, weil die Flächen, in denen man landen kann, auch sehr begrenzt sind und die Orte, an denen du einen Handlungsstrang hast, sind auch recht begrenzt. Wäre natürlich Quatsch, um ganz ehrlich zu sein, es wäre absoluter Oberquatsch, wenn man zum Beispiel... ganz Tatooine bereisen könnte. Sicher. Und nach unserer Aktion auf Kanto schulde ich Ihnen was. Ah, wir verwenden alle Sarkasmus. Ausgezeichnet. Wir brauchen einen fähigen Droidenschmied, um am Torwächter vorbeizukommen. Oh, wenn du meinst, das ist Gedeg, glaube ich dir. Glaub mir tut er nicht. Was weiß denn ein Kleinkrimineller von Kanto über Droiden? Oh, er weiß alle möglichen Dinge. Etwa, wie man unbemerkt einen Hemmbolzen entfernt. Er hat diesen Stift, der Protokolle löschen kann. Wenn du weiterredest, muss ich dich leider erschießen. Und Kay, ich brauche keine Hilfe. Ich bin nicht kaputt. Oh, der ist jetzt ein bisschen angepisst. Bis später, Ende 5. Ist gut. Hey, fang am Alcazar an. Das ist eine Kantine, die einem örtlichen Gangster namens Surat Nuat gehört. Wenn dein Droidenschmied so gut ist, wie du sagst, dann kennt Surat ihn. Kannst du mir sonst noch was über den Kerl erzählen? Surat ist ein Schmuggler. Er nutzt die Katakombe unter der Stadt, um seine Waren zu transportieren. Er ist ein Psychopath. Müssen die da um so laut sein? Und hat angeblich einen Streit mit den Pikes in Nura angefangen. Na, danke, das hilft. Wenn du Surat getroffen hast, dankst du mir nicht mehr. Oh, dieses Raumschiff ist von der Atmo her ganz schön laut gewesen. Fuck. Aber gut, wenn ich so teilweise überlege, wie tief manche Flugzeuge fliegen und wie laut die dann sind. Ignoriere sie einfach, nix. Ach, die Arschlöcher. Die hasse ich. Ich kann nicht, lass mich in Ruhe. Ich muss Hauptstory machen. Ich brauche nämlich einen Druidenschmied. Wenn du wegen des Sabak-Turniers hier bist, kommst du zu spät. Was? Nein, ich muss deinen Boss sprechen. Nur zu. Surat ist gerade hinten. Danke. Wird hier viel Sabak gespielt? Es sind ein paar Profis in der Stadt und jeder in Myra will es mit ihnen aufnehmen. Gut zu wissen. Hey, Jaylen, bist du da? Ich werde gleich Surat treffen, aber ich muss ihm irgendwas anbieten. Warum bietest du ihm nicht Gewürze im Austausch für Informationen zu deinem Freund? Oh, ja, das könnte klappen. Betrachte es als Investition und pass auf dich auf. Das mit den Gewürzen klingt immer nach... Hey, ich muss noch schnell zu Surat. Klar, viel Glück. Nach Drogen. Oh, Griff. Wer ist das? Jemand, der mich hintergangen hat. Und jetzt raus. Warte, ich habe etwas, das dich sehr reich machen könnte. Ich brauche nur ein paar Informationen. Welche Art Informationen? Ich suche einen Rodianer namens Gedeg. Ich brauche nur einen Ort. Sprich weiter. Ich habe zwei Lieferungen Sansana-Gewürz. Sie gehören dir, wenn du mir sagen kannst, wo Gedeg ist. Verstehe. Abgemacht. Du findest einen Rodianer in einer imperialen Forschungsstation, falls das Huttenkartell ihn nicht schon eliminiert hat. Was? Wieso? Was hat er getan? Frag ihn doch, falls du zuerst ankommst.
Oh, man. Es ist mein Bruder. Was? Der Mann in dem Tisch. Er hat mir ein Auge genommen. Also habe ich ihm alles genommen. Oh, ja. Ich sehe die Ähnlichkeit. Okay. Dann gehen wir mal in die Mission mit dem Druidenschmied, oder? Hey, ND5, Jalen? Ich habe einen Tipp zu Gedeek bekommen. Er arbeitet in einer imperialen Forschungsstation. Ein Imperialer? Dann lassen wir das lieber. Gedeek hatte keine Wahl. Es hieß Dien oder Gefängnis. Sollten wir sonst noch was wissen? Er hat sich ein paar Feinde auf Akiva gemacht, aber darum kümmere ich mich. Mach das, Kay. Das alles hat mich schon genug gekostet. Nur für die Akten. Das ist eine schreckliche Idee. ND5, hier sind eine Menge Imps. Sorg dich eher um die Gefahren, die du nicht siehst. Die Syndikate kämpfen um die Kontrolle über den illegalen Markt auf Akiva. Es geht um viel Geld. Sei vorsichtig, Kay. Sieht übrigens sauschön hier aus. So hätte ich mir die Welt von Anthem so ein bisschen vorgestellt. Also, unter uns. Komme ich denn hier raus? Ich muss hier raus. Wow, da hätte ich einfach hinporten können. Ich habe es. Macht dir nichts. Ja, so ein Pikes, wenn ich mich gerade nicht geguckt habe. Wollen Sie ein Schnäppchen machen? Hä? Okay, ich glaube, da komme ich nicht raus. Ich muss da raus. Also ja, die nächste. Schrägstrich übernächste. Dann rechts. Oder geht das hier schon raus? Okay, kann hier raus. Okay, gucken wir mal, ob ich hier noch was an meinem Speeder verbessern kann. Ich kann Ihnen alles besorgen. Ja, wäre natürlich, hätte ich wahrscheinlich direkt mehr, wenn ich mehr klauen würde. Und durch mehr Sidequests Sie wissen, wo Sie mich finden. Dann auch dementsprechend ich den Gleiter. Mehr Stuff hätte. Da steht mein Gleiter, sehr schön. Fahren wir. Okay. Also. Einmal links. Dann um den großen Baum rum und so gut es geht rechts halten. Und dann sehen wir mal weiter. Wahrscheinlich muss ich bis dahin eh noch viermal auf die Karte gucken. Aber erstmal auf der Straße bleiben. Okay. Nicht schon am Baum? Nee, bei weitem nicht. Also von der Performance könnte es um ein Vielfaches besser sein. Das ist der einzige rote Baum auf dem Planeten. Warum nur? Hey, ND5. Surat meinte, dass Gedeek Probleme mit den Hunden auf Akiva haben könnte. Sie kommen in unsere Richtung! Noch richtig? Nein! Okay, ich muss umdrehen. Also gut. Okay. Wie ich gerade sagte. Nee, da komme ich nicht lang.
da drüber? Mit genügend Tempo auch nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Oh mein Gott, ich muss hier diesen riesen Umweg fahren. Ach du Scheiße, okay. Ach, wo war ich? Hey, Andy 5. Zurak meinte, dass Gedeck Probleme mit den Hutten auf Akiba haben könnte. Hast du eine Ahnung, warum? Man hört viel darüber, dass das Imperium gegen die Syndikate vorgeht. Vielleicht hat dein Freund damit zu tun? Ha, das klingt aber gar nicht nach Gedeck. Okay, das Imperium verändert mal gar nicht. Nach einer tollen Gelegenheit, Schmuggelware abzustauben. Sag mal, Kay, hat dein Droidenschmied Erfahrung mit TT-8L-Torwächtern? Klar, ich meine, ein Droide ist ein Droide, oder? Kaum. Die Y7-Modelle sind bekanntermaßen launisch. Ja, das habe ich mitbekommen. GD kam schon immer gut mit Droiden zurecht. Sie kommen in unsere Richtung! Ich hoffe, dass ich hier jetzt gerade den richtigen Weg nehme. Klingt nach einer tollen Gelegenheit, Schmuggelware abzustauben. Okay, jetzt nächste rechts. Okay. So, jetzt müsste ich da sein, oder? Immer noch nicht. Huiuiui. Okay, ich muss auf jeden Fall diese Strecke weiter nutzen. Und mich schon mal ein bisschen bedeckter halten, denn da vorne ist die Basis. Ich sehe keine Hutten, nix. Ich hoffe, Gedeck geht es gut. Okay. Die haben ordentlich vor der Base abgeholzt. Ich kann jetzt eigentlich nur gucken, dass ich da ähnlich reinkomme wie in die Basis. In die ich eben auf Tatooine noch eingebrochen bin. Also für euch gestern. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Das heißt, wieder sneaky sein. Deswegen erstmal rennen. Balkon. Jetzt muss ich definitiv anders versuchen rauszukommen.
Wow. Irgendetwas von melden. Ende. So, die zwei draußen sehen mich jetzt nicht mehr. Ich hab's in die Basis geschafft. Wie ich GD kenne, hat er sich irgendwo in einer Werkstatt verkrochen. Alle Wartungsanlagen liegen auf den unteren Ebenen. Ich schicke dir den Standort des Premium-Turbos. Sichert diesen Bereich. Schalt den Alarm ab, ja? Was für ein Ding? Beseitigt dieses Ding! Na gut, Max. Hol sie dir. Nein. Halt sie durch! Schnapp sie dir, Max! Ah, Big. Das habe ich mir irgendwie im Ganzen etwas anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Aber zum Glück war es jetzt keine Mission, wenn ich erwischt werde, dass ich neu starten muss. Ärgerlich, ich wollte es mal perfekt schaffen. Und zwar First Try. Okay, wenn ich kann, der hat schon. Wenn ich kann, der hat schon? Bitte beachten, höchste Priorität. Behalten Sie sie im Blick und warten Sie auf Unterstützung.
Die Rumskugel. Sehr gut. Alles gut, wir haben sie abgehängt. So, Schutzraum deaktivieren. Ich mache jetzt einfach mal alles. Juckt. Können wir einmal deaktivieren. Dann deaktivieren wir mal die Kameras. Übertragen die Daten. Jetzt ist nur die Frage. Hacking Kit. Okay. Hätte mir wahrscheinlich irgendwas richtig Cooles gebracht. Aber leider... Habe ich kein Hacking Kit. Ich nehme alles mit. Kameras deaktivieren wir mal. Zack, 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 zack. Achso, okay. Bop, bop, bop. Nicht schon wieder. Oh. Ich jetzt hier mal in Ruhe hacken. T. Okay. Smart. Na schön. Kameras sind aus. Hier haben wir was. Ganz gerne mitgenommen, darf ich aber nicht. Los, lass da ein paar Arschlöcher drin sein. Ich bin gerade in Ballerlaune. Ah, Glück gehabt. Ich hoffe, Gedeg ist in der Nähe. Oh, das war vielleicht nicht meine beste Idee. Ich mach das nochmal. Gerade so ein bisschen noch der Wurm drin. Geh doch. Mach die Lüftung auf. Ich halt richtig nice finde, dass ich halt einfach nichts irgendwo hinschicken kann. Der macht Dinge auf. Ich kann mich nochmal in der Zwischenzeit umsehen oder andersrum. Ich mach Dinge auf und er holt mir was. Sache muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Haben wir Gedeg schon gesehen gehabt? Journal. Nein. Ruf? Nein, Datenbank. Geschichte, Fraktion, Charaktere. Gedeg. Gedeg, Gedeg. Gedeg, Gedeg. Jack, Gedeg, Gedeg. Gedeg, Gedeg. Okay. Gedeg ist mir als Charakter gänzlichst
unbekannt. Hoppala. Warte mal, wir waren eh. Yippie! Imperium, könnt ihr mal putzen? Das ist ja ekelhaft. Okay. Hey, ich habe Geschütze ausgemacht. Aber auch gerade nichts, wo ich sage. Hätte ich mal nichts hinschicken können. Ah, da kann er durch. Klasse, Nix. Sehr easy gemacht. Ist das jetzt noch aktiv? Hä? Ich probiere es einfach aus. Nein. Meine zweite Idee ist jetzt, ich mache das Ding an. Mann, sie ist nicht gesprungen. Ich wollte mich nämlich da noch so dran jieten. Wieso kann ich... Ach, ich könnte ihm nur sagen, er soll das Ding runter machen. Und benutze den Knopf als Ziel auszuwählen. Kumpel!
Hätte mich vielleicht an die Seite hängen sollen. Okay, kann ich irgendwas inspizieren? Das will ich auch gerne. Ist hier noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne, das war alles, was ich wissen muss. Komm schon, Nex. Wir brauchen den Turbolift. Okay, darf ich nicht hoch? Aber da darf ich hoch. Okay, cool. I was here. Rub me bubble. Was passiert hier? Hier blicken lassen. Ich habe einen Auftrag. Die Art, von der wir früher auf Kanto nur geträumt haben. Tja, ich habe ausgeträumt, Kay. Sieh, wohin es mich gebracht hat. Ich weiß, dass du Feinde hast. Ich habe Stress mit dem Torwächter-Droiden. Einigen wir uns. Hast du ein Schiff? Ich habe ein Schiff. Und ein BX-Kommando-Droiden. Originalteile? Keine Ahnung. Frag ihn doch selbst. Okay. Bin dabei. Toll. Oh, meine Cam sind so scheiße. Zeiten, sorry. Gedick. Können wir jetzt gehen? Ja, lass uns gehen. Schön. Nur mit ihm abhauen und dann... Es gibt einen Turbolift, der dich zu einem Wartungsausgang bringt. Du kommst nicht mit? Ich kann einfach mit meinen Zugangscodes raus. Es gibt nur noch ein kleines Problem mit einem Viper-Droiden, um das wir uns kümmern müssen, bevor wir uns mit deinem Auftrag befassen. Hat es was damit zu tun, weshalb die Hutten dich töten wollen? Sparen wir uns die Details, bis wir beide draußen sind, ja? Die Garnison wird einen kompletten Sicherheitscheck durchführen. Hey, ich hab die Zugangsluke auf der Rückseite entriegelt. Verschwinde, wir reden später. Na komm, Nix. Diese hier? Oh, Kiste. Erstmal ein bisschen Bagda nehmen. Nix, den Blaster. Tut so nix.
So, das packt er, schluck ich. Mach mal auf, Kumpel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob hier jemand in-game rumklopft oder... gerade abgeht. Willst du das haben, Nix? Okay, dann Hyperlüfter. Hyperlüfter. Das ist jetzt die Frage, wer ist hier eigentlich der Böse? Die stand nur da, die haben eine Wache geschoben. Ich hab's geschafft. Also, das ist der Schleichweg, ja? Hübsche Aussicht. Das ist der Weg, über den wir reingekommen sind. Null. Gut. Jalens Gewürz wurde an Surat übergeben. Ich schlage vor, du findest heraus, warum die Syndikate hinter deinem Freund hier sind und bringst es in Ordnung. Oh, ich finde es heraus. Er hatte schon immer ein Talent dafür, sich Ärger einzuhandeln. Das überrascht mich keineswegs. Ich habe inzwischen die Bahnbrecher nach Sashin gebracht, um näher an deinem Standort zu sein. Okay, ich muss nochmal absteigen. Wo kann ich denn hier runterdüsen? Ohne drauf zu gehen. Hey, Gedeck, wie lösen wir das Droidenproblem? Ist dein Gleiter wassertauglich? Wenn's flach ist? Darum kümmern wir uns zuerst. Mein Kumpel Temin Wexley hat bestimmt noch einen Hydro-Repulsor auf Lager. Er hat Familie in der Sashin-Siedlung. Frag da mal nach. Okay. Surat hat sich gemeldet. Er hat einen Auftrag für dich. Oh, das überrascht mich. Alright. Cool. Dann sehen wir uns jetzt wohl, oder Evil, in der nächsten... In der nächsten Folge, wo wir uns um den Auftrag Viper kümmern werden. Die sind wirklich oben schon wieder am Klopfen. Ich dachte, die sind original seit 4 Monaten oben was am Renovieren. Ich dachte eigentlich seit einem Monat, die wären fertig. Schade. Also, morgen sehen wir uns mit der Quest Viper. Ich fliege da jetzt schon mal an den mir vorgegebenen Ort. Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Jesse Neven. Das ist Star Wars Outlaws. Und jetzt wollte ich ein cooles Outro machen, dann wäre ich fast wieder gegen die Wand geflogen. Bis morgen, haut rein, Kuss.